Die Musik der Band Madrigal kommt komplett ohne Gesang aus. Es ist eine musikalische Melange aus Folklore und elektronischer Popmusik. Raphael Gamper aus dem Uldental gehört zum Trio. Der 28-Jährige ist am Moorhof in St. Pankraz aufgewachsen. Mit ehemaligen Studienkollegen aus Deutschland und Österreich hat der Uldner Madrigal gegründet und produziert seitdem Weltmusik mit Klassik. Ein Wiener, ein Berliner und ein Uldner. Raphael, Tadashi und Max sind drei ganz unterschiedliche Charaktere. Sie kommen aus der Klassik, dem Rock und aus der eher folkloristischen musikalischen Ecke. Von Tadashi, der Tate, ist eben Cello-Professor. Und ich bin da auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe logisch irgendwie ganz einen anderen Input da gekriegt. Und das Leben auf dem Bauernhof ist halt schön. Klar, man muss auch brutal buckeln, oder, aber es hat auch eine gewisse Leichtigkeit oft. Kennengelernt hat sich das Trio in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater, wo die Studenten 2019 ihr Ensemble Madrigal gegründet haben. Gemeinsam wird das Ganze zu so einer Melange aus Weltmusik, Jazz, Fusion könnte man eigentlich sagen. Mit Madrigal ist es möglich zu experimentieren, komplett frei zu sein, was wir gerade schön finden oder was wir auch gerade einfach interessant finden. Musik muss ja nicht zwingend schön sein, sie muss interessant sein, sie muss was vermitteln. Probieren wir mal, spielen wir mal das. Derzeit leben die Musiker getrennt. Raphael noch in Rostock. Die anderen beiden studieren mittlerweile in München und Salzburg. Dennoch finden die drei Zeiträume, um zu jammen, zu produzieren und um Konzerte zu spielen. Für ihre musikalischen Eigenkompositionen finden sie Inspiration im Uldental. Ich finde es super schön. Es ist eine sehr, sehr inspirierende Umgebung mit der Natur, mit den Bergen. Ich bin es aus Berlin eben halt gar nicht gewohnt. Da muss man sich andere Dinge suchen, die vielleicht inspirierend sein können. Noch befindet sich Madrigal in der Phase des Ausprobierens. Das erklärte Ziel der Künstler, von ihrer Musik leben zu können. Mit ihrer avantgardistischen Mischung, ihrem Facettenreichtum und dem Spritzer sommerlicher Leichtigkeit will das Trio bald auf den Bühnen großer Festivals stehen.